Moin, der große Tag ist da, der Tag der Messung. Ich will erstmal checken, wie genau das misst und ob sich die Messung über die App, die jetzt die reine Spannungsmessung nur ist der Batterie, sich mit der deckt, die ich mit dem Multimeter gleich messe. Nur mal Interesse halber. Also wir sehen hier 12,676 Volt ungefähr. Ja. Und jetzt messe ich mal mit dem Multimeter. Ich muss dazu sagen, ich zerhacke diesen Film in kleine Stückchen. Also nicht wundern, wenn das da ab und zu ein Schnitt drin ist. So, ich messe jetzt mit dem Multimeter mal die Spannung. Man sieht, dass sie sich unterscheiden. Also zeigt die App schon mal weniger an. Da habe ich jetzt 12,87 Volt. Das wollten wir ja nur mal wissen. Okay, so. Jetzt stecken wir das um, damit wir Strom messen können gleich. Auf die 10 Ampere Stellung hier. Und hier unten. Stelle ich mal zuerst auf die vollen 10 Ampere ein. Ich kann ja runterregeln noch. Das mache ich dann, wenn ich soweit bin. Jetzt mache ich erstmal den Pol los, den Minuspol. So, der große Moment ist gekommen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich hoffe es. Da ist der abgeschraubte Minuspol. Da gehe ich jetzt mit dem roten Kabel bei und mit dem schwarzen an den Minuspol der Batterie. Und wir sehen, ja, richtig treffen hier. Ampere. Ich wackele noch mal ein bisschen mit den, dass ich auch richtig guten Kontakt habe hier. Ja. Ja, gut. Stelle ich mal ein bisschen auf 200 mA. Gucken, was dann sagt. Ja, nee. Das war schon richtig hier, ne? Rum. Also es bleibt bei 0,04 Ampere. Ist mir noch ein bisschen viel? Ein bisschen viel vielleicht. Aber ich warte jetzt mal. Jedes Mal, wenn ich an die Pole rangehe, leuchtet hier vorne nämlich kurz das Display auf. Die Kontrollleuchte geht dann an. Dann ist natürlich auch wieder Saft auf der Kiste. Also 0,04 Ampere messe ich. Ich warte jetzt. Mal so ein Stündchen oder so und dann messe ich nochmal. Aber ich glaube nicht, dass sich das verändert. Das kann ich ja eben nochmal machen. Dabei bleibt es.
Gut. Kann ich auch mal kurz zeigen, was das Display macht hier vorne? Wenn ich das draufhalte auf die Pole. Ja. Ah, auf den Pol und auf das Kabel so. Ich hoffe, man sieht was. Ein bisschen reinzoomen. So, Achtung. 3, 2, 1, los. Ich habe jetzt nicht gucken können, aber 0,04 bleibt immer noch. Okay, soweit, so gut. Ich probiere später nochmal. So, ich nochmal. Es ist jetzt eine Stunde später. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, ich habe leider keine Krokoklemmen. Ich will das jetzt mal, wie Fun Channel schon in dem letzten Ankündigungsvideo gesagt hat, länger laufen lassen. Ich habe jetzt mal provisorisch mit einer Wäscheklammer den roten an das Kabel festgemacht, die rote Messspitze, und mit einer abenteuerlichen Konstruktion mit zwei Schaschlikspießstückchen den schwarzen an den Pluspol der Batterie. Und ich sehe momentan 0,0, aber das kann nicht sein. Also stimmt meine Befestigung hier noch nicht so ganz. Komme ich nochmal ran. Das ist doof. Hä? Ist das wirklich 0? Achso, der ist ab hier. So, jetzt aber. Das wundert mich jetzt. Zeigt 0,0 an. Ja, das kann ich nicht glauben. Also Schaschlikspieße nochmal raus. Das zeigt 0,0 an. Eindeutig Kontakt hier. Okay, ich mache nochmal alles los und halte das nochmal manuell dran. Ja, ist abenteuerlich hier. So. Das ist jetzt verwunderlich. Sehr verwunderlich. Ich gehe mal ein bisschen in der Empfindlichkeit hoch. Geringer, so. 0,0. Tja. Was sagt uns das jetzt? Entweder habe ich was zerschossen, was nicht sein kann, oder er verbraucht wirklich nichts. Du stimmst doch hier noch, ne? Wir messen nochmal die Spannung der Batterie. Oh Mann, das ist ja... Abenteuer. Jo, und jetzt hast du die Brille nicht hier, ne? Nee. Jetzt hat er die Brille nicht.
Wo haben wir Gleichstrom? Da. Da, Volt. Okay. Dann müssen wir umstecken. Das geht also. Vielleicht habe ich hier keinen Kontakt. So, nochmal. Achso, muss ich ja wieder umstellen hier. Und dann haben wir auch wieder unsere 0,04. So, da brauche ich auch so eine andere Technik jetzt hier. Da. Ich habe mir so eine. Sieht man hier, was ich mache? Nee, man sieht natürlich wieder nichts. Ja, das ist doof. Jetzt sehe ich alles auf dem Kopf. Wo bin ich denn hier? Wo sind wir da haben? Da. Da, da sind wir. Ich habe mir so eine Klammer vorsichtshalber vorne mal isoliert, also mit Panzerband. Damit petze ich jetzt hier das Ding da dran. Ich hoffe, das geht. Tja, muss ja. Ja, wenn Profis arbeiten, ne? Dann geht das so. So, das ist fest. Jetzt gehen wir mal auf den Minus. Da ging Licht an. Jo. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Stromfluss. Jetzt kommt wieder unsere Konstruktion hier. Mit dem Holz. Eine wilde Konstruktion. Darf auch keiner sehen hier. So. Jetzt haben wir wieder 0,04. Jetzt kann ich das nur schlecht bewegen hier, sonst geht mir meine Konstruktion wieder ab da. So. So. Jetzt 0,04. Und da ist meine Konstruktion. Und so lasse ich ihn jetzt mal eine Weile stehen. Bewege mich hier in mikroskopisch kleinen Schritten weg, damit er nicht den Kontakt verliert. Bis Clanny. Oh je, ist das anstrengend. So, ich nochmal. Gerade als ich mich rausbewegen wollte, werfe ich nochmal einen Blick auf das Messgerät. Und da zeigt das wieder 0,00 an. Ich lasse jetzt mal die Kamera auf dem Messgerät und mache nochmal alles ab. Ja, den ab und den ab. Also meine Holzkonstruktion ist nicht gerade gut. Aber trotzdem machen wir nochmal von neuem. Wie komme ich jetzt wieder auf die 0,04? Die wir ja nur anfangs hatten. Ich habe beide Pole jetzt voll im Griff und er zeigt 0 an. Und er springt nach ganz kurzer Zeit auf 0 von 0,04. Nur jetzt kriege ich gar nicht mehr die 0,04. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder eine Weile warten. Neuer Versuch. Es tut sich auch vorne am Kombi-Instrument nichts.
Also ich lasse das jetzt mal so stehen, lade das, das Video hoch und hör mal, was ihr dazu meint. Das wird das Beste sein. Weil so komme ich irgendwie nicht weiter.